Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Es ist jetzt bald 6:30. Ich mache da schnell eine Feldbesichtigung. Ich muss heute da meine Saatkartoffeln abspritzen, das heißt Kraut vernichten. Hier Saatkartoffeln, Sorte Agria von hier, da, alles darunter. 2,65 Hektar. Da ziehen wir mal eine Staude raus. Die sind ja alle ein bisschen schwach, dünn. Das kommt da zum Vorschein. Nicht so viel, hä? Zwei, drei. Hier sind noch zwei, drei kleine, die wachsen würden, aber die können jetzt nicht mehr wachsen. Hier. Da ist noch einer. Denen von der Hand geht nicht gut. Hier ist auch noch einer. Und zwei, vier, sechs, acht, zehn Knollen. Ja, die Größe geht. Dieser ist noch ein bisschen klein, vielleicht Kleinsortierung. Muss dann messen zu Hause. Zeige ich euch hier. Da hatte ich auch Erosion. He? Da ist die Erde weggeschwemmt. Das ist da bei meinen Querfurchen hat es die Erde nach unten transportiert. Die liegt da 50 Meter weiter unten. Im Feld. Wenigstens wurde die nicht aus dem Feld rausgespült, die feine Erde. Die bleibt noch auf meinem Feld. Querfurchen in Hang oder in ja, leichtem Gefälle sind immer gefährlich, dass das Wasser zu laufen beginnt. Und das ist ja dieses Jahr, war so viel Wasser. Ja, das ist fast normal dieses Jahr. Wenn ich da meine Kartoffelstauden anschaue, die Größe, ist das ja verrückt. Ich marschiere da zwischendurch. Die Stauden berühren sich gar nicht. Manchmal hatte ich dann Mühe, überhaupt noch durchmarschieren zu können, weil so viele Stauden vorhanden waren. Und das ist dieses Jahr alles nicht so, das Wachstum war nicht so gut, aber Hauptsache es hat unter den Stauden Wasser. Das ist ja wichtiger als viel Laub oben. Ja, Vorschriften, Sicherheitsbestimmungen auch beim Spritzen, müssen da Plakate aufgeklebt sein. Ich habe da gerade nächstens eine Swissgap-Kontrolle und darum ist bei mir jetzt dann wieder alles auf neuestem Stand. Und jetzt, wie gesagt, werde ich da die Saatkartoffeln Kraut vernichten. Mit dem Mittel, der Göck, die Quad abbrennen.